Du kannst mit Gebet machen, wie du willst. Es gibt nicht, dass man sagt, dass du bist verpflichtend, diese Bittgebete aus Koran oder Sunna zu nehmen. Besser ist die Bittgebete, was wir hier in Koran Sunna haben. Aber allgemein, du willst jetzt sagen zum Beispiel, ich möchte die Rechtleitung von Allah subhanahu. Kannst du sagen so? Du fühlst dich unwohl, weil du Fehler gemacht hast. Dann sagst du, ja Allah, ich fühle mich unwohl, weil ich das und das gemacht habe. Oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Fertig. Du musst nicht jetzt irgendeine Form nehmen. Außer bei bestimmten Erwähnungen, das ist was anderes, wie zum Beispiel im Gebet. Oder die Bittgebete zu bestimmten Ereignissen oder Handlungen. Dann sagst du das als empfohlen, nicht als Pflicht.